So, sehr geehrte Damen und Herren, divers. Jimmy versucht zum Boot zu kommen, die dröftigste. Jimmy versucht. Ja. Willkommen bei Jimmy versucht. Ja. Diesmal hat Jimmy auch alles dabei. Oder? Habe ich alles dabei? Ja, alleine, dass du dich direkt danach Nee, ich bin jetzt wieder gerade. fragen musst, ist schon ein Fail Ich bin eigentlich. jetzt gerade erst das Portal gegangen. Ich wollte jetzt nur sicher gehen. Ja, ich habe alles dabei. Auch nur die 10 Holz für die Bergbank, aber die sind im Dunkelwald jetzt nicht das größte Problem. Müssten nicht das Problem sein. Nein, nein, ich habe die Frage bewusst gestellt, falls mir doch was fehlt und ich dann den Weg umsonst laufe. Also das war jetzt bewusst tatsächlich. Und wieder auf der Suche nach einem Swarm und vielleicht mal einem größeren. Wie das ist? Okay, ich kann es ja dann ersetzen. Aber ich habe irgendwie eine blöde Berechnung angestellt, tatsächlich. Was hast du denn berechnet? Nein, was habe ich berechnet? Ich habe tatsächlich das Problem, dass ich den Rand oder die Steine so blöd gesetzt habe, dass es nicht rechteckig ist oder so, dass es aufgeht. Und dann passt das mit den Bodenplatten und alles natürlich nicht. Und das ändere ich jetzt gerade mal so ein bisschen ab. Na, ich kann dir auch sagen, wo dein Fehler war. Du hast, wo der Fehler ist, damit das nicht nochmal passiert. Du hast die, da du ja von links nach rechts die Bodenplatten ansetzen willst, du aber die, sag mal schnell, die linken, die obere, also die oberen und die unteren Ecken, die hast du nicht an links und rechts geplatziert, ja, sondern weiß, davor. Ja. Und genau da, und dadurch passierte dann, dass du, ja, ich hatte es ja auch erwartet. Diese, wahrscheinlich eine halbe Platte oder was, die dir dann fehlt. Ja. Ja. Ja, ich hatte schon direkt so erwartet. Könntest du es halt wegmachen, aber es sieht am meisten scheiße aus, leider. Aber könntest du ja einfach drin bauen, aber dann hast du halt eine Ecke, die so aussieht. Ich hab's ja schon abgeändert, also passt. Hier ist auch kein Boot. Wird das abgebaut? Ja, ich glaube schon, ja, oder? Weil du meintest, glaube ich, wegen. Du hattest doch gesagt, das macht eh keinen Sinn, das Boot stehen zu lassen, weil wir ein Portal bauen und dann wieder einer zurück müsste es holen. Ich glaube, das war der Punkt. Ja, kann unmöglich sein. So oder so, selbst wenn jemand einen gestanden haben sollte, steht jetzt hier keins mehr. Was dann der Grund ist, ist nur relativ. Ach, jetzt darf ich auch die ganze Zeit für ein Boot mitschleppen. Ach, warum drücke ich denn das K? Ja, das ist meistens zum Abbrechen. Ja. Oder kann. Ja, vielleicht wolltest du ja was abbrechen. Aber und es wird schon wieder Nacht. Das ist jetzt tatsächlich nicht so schön. Ja, das ist los. Kann ich das jetzt nicht? Oh nee. Ich muss den erst setzen, aber das wird ja nichts. Das ist jetzt nicht so geil, oh Mann, da. Egal. Zack, zack. Okay, das geht. Warum ist denn das so, die Distanz so scheiße? Ich bin ja wirklich, wenn ich gleich wieder da bin, dann bin ich aber echt mal gespannt, wo das Problem liegt. Bei mir meinst du? Ja, oder? Ja, naja, wenn du gesagt hast, du hast es jetzt abgeändert und es funktioniert anscheinend immer noch nicht. Nein, das meine ich nicht. Mir geht es jetzt tatsächlich gerade darum, dass ich ja hier dieses Fundament baue und natürlich das Problem kommt, was du ja auch schon gesagt hast. Es war mir klar, dass das kommt. Ich dachte aber, ich habe eigentlich eine gute Lösung und stelle jetzt fest, nö, Digga, das war keine Lösung. Das war Bullshit. Was war denn? Zumindest war es eine Idee. Was war denn deine Lösung? Was funktioniert? Ich wollte nur in bestimmten Abständen Säulen hinpacken. Das klappt
aber nur semi-optimal. Ja, weißt du, was das lustig ist? Das ist mir auch schon öfters mal aufgefallen, wenn ich mal einen Breeder oder so gebaut habe letztes Jahr. Wenn du die Tutorials anguckst, die bauen den Boden immer in der Luft, aber das geht nicht mehr. Das muss irgendwann mal geändert worden sein. Du kannst den Boden nur noch ein oder zwei weit in der Luft bauen und dann bricht er dir immer zusammen. Also das Bodenboden. Ja. Ist irgendwie lustig, weil zum Beispiel beim Holz das ohne Probleme so funktioniert. Weißt ja, du? Genau, bei Holz aber funktioniert bei, aber hier jetzt irgendwie nicht. Nee, das müssen die immer mal erinnert haben, weil die meisten, wie gesagt, die meisten Breeder-Tutorials oder so, die du anguckst, dann machen die das auch noch damit. Ja, jemanden müssen die das geändert haben. Ja, du könntest natürlich überall, könntest natürlich, Metallholz durchziehen, aber ja. Ja, nee, ich hab jetzt hier so Steinwände, die setze ich, kann ich easy drunter packen, die passen auch wunderbar drunter. Das ist auch nicht so, als ob wir das Metall dafür gehabt hätten. Aber das hätte. Nee, aber das Einzige, was jetzt halt eben nachteilig da bei der Nummer ist, die ich jetzt mache, dass sich dadurch halt viel Stein verschwendet, ne? Weil ich das jetzt hier alles ausgleiche damit und. Aber okay, Stein ist jetzt nicht die schlimmste Ressource oder so, man muss es dann halt nur wiederholen. Dachtest du gerade Schweine? Ich glaube, du bist hier, ne? Bist du im Bett? Nee, du bist. Ne, ich mach gerade mal mein Inventar leer. Ich glaube, da hat irgendein Blut oder irgendwas, was da gerade rüber geschwommen kommt. Ach ne, ich kann auch sagen, dass ein Schwein aber geboren wurde. Ja. Aber da ist irgendwas, ist hier im Wasser. Ich muss auch gleich noch den Stein jetzt hier umsetzen. Aber der Pillar hat zumindest vom normalen Wasser immer noch keinen Schaden gekriegt. Hat die wirklich ja, bisher im Wasser ist, keinen ich Schaden warte auch gerade drauf. Ich guck hier schon immer so ein bisschen mit meinem Auge auf die Steine. Aber bisher ist da tote Hose. Aber das kann ich mir nicht. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, das ist so übertrieben. Eigentlich, ja, also meinst du, ist eigentlich eher egal so. Nee, weil das ja, das macht ja das Bauen komplett einfacher. Naja, irgendwann hast du für mein Empfinden dann halt nur so weit vorgespielt, dass es für dich kein Thema ist, oder? So sehe ich das jetzt an dem Punkt. Naja, du musst das ja so sehen, dass wenn du jetzt im Wasser baust, also was ja durchaus möglich ist, dass du deutlich weiter im Ozean baust, dann kommen ja keine Mobs mehr an dich an. Also es wäre schon, also ich kann mir auch nicht vorstellen, vielleicht kriegen die weniger Schaden oder deutlich langsamer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie keinen Schaden kriegen. Weil dafür wäre das tatsächlich ein bisschen zu OP, weil dann wäre ja jeder, also alles, was nicht fliegt, jeder Raid, der nicht fliegt, jeder Gegner, der nicht fliegt, würde dir dann keinen Schaden mehr machen. Weil es ja nicht da nicht rankommt. Und deswegen, weiß ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ja, möglich, ich kann es mir aber nicht vorstellen. Du kannst Stein zerstören. Auf jeden Fall, also ein Troll weiß ich, dass er das kann. So, aber die Frage ist halt nur, braucht es denn nicht so eine Kraft und Wasser und Wind und Wetter ist einfach nur scheißegal? Oh, sehe ich das jetzt halt nur gerade. Ja, aber es würde ja gar nicht erst an dich rankommen, wenn du dann im Wasser baust. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit dem Wasserbauen ist halt so eine Sache. Herstellung Steinmetz. Steinmetz stelle ich hier hin. Müsste ja passen von der Range. Aber mit dem, oder? Oh Gott, das wird so eng. Da probieren wir es mal gucken. Stell Steinmetz so oben drauf. Oh ne, passt jetzt mal. Ja, na, hab ich ja, aber die musste ich noch so weit an die Ecke stellen, dass es halt ein bisschen sich blöd überlappt hat. Aber geht. Fallout 2. Das habe ich auch schon. Achso, ja gut. So weit war ich dann auch schon, aber ich habe auch den anderen nicht sehr intelligent gestellt, muss ich sagen. Na, der eine steht hier sehr weit weg von deinem Bauvorhaben. Ja, weil ich gedacht habe, ich komme noch weiter rüber, aber es war dann erstmal noch nicht so. Also ich würde es noch erweitern, muss ich halt gucken, aber ich dachte mir, ich fange mal ein bisschen kleiner erstmal an und baue dann Stück für Stück auf.
Und wenn ich nehme gleich die Shift-Taste aus meiner scheiß Tastatur raus. Wie weiter so drücke. Das ist auch kein Lerneffekt in einer halben Stunde, kann das sein? Nö, doch, die letzten drei Mal, wo ich jetzt dran war, habe ich die nicht gedrückt. Und jetzt habe ich die halt wieder gedrückt. Das Problem ist, jetzt bin ich halt überempfindlich. Wenn ich die jetzt zweimal drücke oder einmal nicht drücke und dafür zweimal drücke, ist halt. Ist so. Ich muss dreimal drücken, damit ich einmal ausgeglichen kriege, gerade in meinem Kopf. Aber sonst ist alles gut bei dir, ja. Ja, war das jetzt nicht verständlich? doch, das schon, aber. Also, ich muss die dreimal drücken, damit die viermal funktioniert. Nein, ich muss jetzt dreimal richtig drücken, damit ich diesen Lerneffekt habe, um einmal negativ wieder auszugleichen. Sowas gemeint. Das habe ich halt nicht richtig ausgedrückt, deswegen hatte ich gefragt. Dann habe ich dich nicht verstanden. Nicht ordentlich. Weißt du, das ist wie negative Kommentare oder Kritik bekommen. Du musst dreimal positiv irgendwie rangehen, damit es irgendeinen Effekt hat. Und du kannst es halt mit einmal negativ wieder alles einreißen. Ja. Wobei ich auch immer sehr. Ich finde da weinen Leute auch sehr, weil es kommt ja immer auf die Art, aber wenn jetzt einfach nur einer schreit, du dummer, bla bla bla, was machst du da? Das guckst du dir auch gar nicht erst an, oder? Also jetzt mal ernsthaft. Gut, aber das kommt doch auch immer drauf an, wie empfindlich halt derjenige ist, oder? Ja, also okay, ist, aber. Was wie sein mentales Zustehen. Ja, nee, wahrscheinlich ist es nur Empfindlichkeit, wo man das erstmal nicht auf mental ziehen, aber. Ja. aber ja, ich weiß schon, was du meinst, aber im Prinzip sind ja auch Leute, die machen das schon seit 10 Jahren, wo ich mir denke, so, ey, boah, ja. Und gut, ich muss aber fairerweise dazu sagen, ich bin auch jemand, der, wenn ich irgendwie einen Kommentar schreibe, was ich sehr selten mache, aber wenn ich einen Kommentar schreibe und da schreibt dann einer was Dummes runter, da schreibe ich dann auch so, Digga, das bringt gerade gar nichts, was du da machst. Also, da muss ich tatsächlich sagen, ich fange aber auch als Kommentare-Schreiber diese Kommentare ab. Ich muss das doch aber sagen, ich reagiere gar nicht auf so eine Kommentare. Ja, gut, aber wenn ich eine Frage stelle und ein Video und da schreibt dann einer drunter, das wird nie beantwortet. Also das ist tatsächlich literally so passiert. Und da schreibt dann einer drunter, hier, das wird doch wie immer ignoriert. Ja, da kann ich dann auch nicht anders als zu sagen, Digga, was du da gerade machst, das hilft so niemandem was. So ist die Chance, dass ich eine Antwort kriege, gerade gleich null gesunken. Danke dafür, Alter. Der Effekt, den ich dabei sehe, ist, jetzt hattest du noch eine Chance, eine Antwort zu kriegen. Aber durch so einen Kommentar wird es die Chance verschwunden. Ja, genau. Und da, so, das ist so. Da muss ich tatsächlich sagen, da hebe ich dann immer so meinen Finger und muss sagen, so, warum, du Idiot, warum? Why are you doing this? Aber ich bin ja dann auch noch so tatsächlich, dass ich dann freundlich dabei bleibe und sage so, ey, das hat gerade null geholfen. Also so, danke, das hat niemandem geholfen. Warum? Ja, aber ja, gut, es gibt halt. Ja. Es gibt diese und diese Leute. Und ich meine, ich kann das auch verstehen, wenn man gefrustet ist, so, ne? Nicht falsch verstehen. Trotzdem, aber deswegen musst du ja nicht die anderen damit belasten. Es hilft ja. Nein, also auch gefrustet dem Kanal gegenüber. Also oder dem Content Creator gegenüber. Aber es hilft halt nicht, wenn du den Frust. Weil dadurch ist halt, wie du auch schon gesagt hast, die Chance halt, dass du eine Antwort kriegst oder dass sich irgendwas ändert, halt ins Minus geraten. Also als Content Creator musst du ja jetzt gerade die antworten, um dem anderen zu zeigen, ja, ich mag halt nur dich nicht. Ja. Das ist so, nein, aber es ist so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ich muss tatsächlich sagen, wenn mir einer eine Frage stellt und dann drunter wäre das erste Kommentar, bla bla bla, da würde ich mir, glaube ich, auch dreimal überlegen, ob ich darauf antworte oder nicht. Ja, deswegen, ja. Habe ich jetzt nicht genug Steine oder? Da würde mich wundern, wenn du nicht genug Steine hättest. Nee, in meiner Tasche gerade, weil wollte nichts hinstellen. Obwohl ich, der Meinung war, ich habe noch Steine im Tisch. Jetzt ist Stein in meiner Tasche leer. Ich nehme wieder was mit. So, finden wir jetzt einen guten Swamp oder finden wir keinen?
Fragen über Fragen, die wir nicht beantworten. Ach ja, also ich muss mal, ich wollte mal auf das Thema hier, Thema mit den Kinofilmen so mal wieder aufgreifen, weil das ja mein Ding ist. Und ich muss sagen, bin ich gespannt. Naja, ich habe mir viel erhofft, dass vielleicht noch sich ein bisschen was verändert, was dieses Thema mit dem DCU halt passiert. Weil die ja relativ viel Plan. Weil die einen hohen Plan hatten davon, was sie da machen wollen. Und ja, jetzt ist es so, dass ja mal da im Web rauskam. Und der ist ja anscheinend absoluter Dreck. Ja, warte. Da muss ich ja gleich mal einhaken. Das hat nichts mit dem DCU zu tun. Madame Web ist. Madame Web ist Marvel, ne? Naja, warte, selbst mit Marvel hat das nichts zu tun, weil Madame Web ist Spider-Man und damit Sony. Das hat nichts mit Marvel, DCU. Ja, jetzt. Nein, schon lange. Seit jeher. Jeder Spider-Man-Film hat ist Sony. Nein, Spider-Man ist Marvel gewesen. Nein. Die Rechte für die Spider-Man-Filme liegen bei Sony. Die hat Sony ja erst gekauft. Nein, schon lange. Jeder Film, den es gibt in Spider-Man, ist schon Sony. Ich guck gleich nach, ich bin eh gerade am Googlen, weil ich gerade Boot fahre und ich will was gucken. Ich sag dir gleich, seit wann. Jeder, selbst der allererste Spider-Man-Film ist Sony. Die mussten ja immer die Filme rausbringen, damit die doch die Lizenz halten können. Da war doch auch das Tam-Tam der Spider-Man bei... Wo ist der aufgetreten? Bei Iron Man 3? Ne, warte, wo war Spider-Man das erste Mal? Im Marvel Cinematic Universe? Brief nochmal jetzt bitte. Wo war Spider-Man das erste Mal im Marvel Cinematic Universe? War das... Marvel sehr, sehr... Also vor 60ern oder so? Nein, Digga, da gab's doch kein MCU. Wann war die? Iron Man 3 oder war das also war das du meinst Avengers? Du meinst jetzt die Avengers-Filme. Ich rede vom Marvel Cinematic Universe, was es seit 2000 oder so gibt. Ja, danke. Das ist gewesen bei Civil War, meine ich. Da war der war nicht schon ein Iron Man dabei? Ach nee, da wurde er nur angeteased, ne, durch ein kleines Kind, wa? Ja, kann schon sein, weiß ich jetzt gerade. Da? Okay, was davon ist jetzt wahr? Das sieht aber dann. So, Sony. Also, Sony hat auf jeden Fall 1998 noch nicht Fireman gehabt. Das weiß ich. Ja, ich sag's dir gleich. Und dann gucken wir, ob du mir Geld schuldest oder nicht. Was ich gerade so beschließe. nee, das hilft mir nicht. Wann hat Sony Spider-Man gekauft? 1998. Was? Nein, ich habe eben gerade habe ich gelesen. Um sich finanziell über Wasser zu halten, wollte der einzige Comic-Gigant seine Lizenz veräußern. Eine der Interessenten war, die sich 1998 die Rechte an Spider-Man sichern wollten. Wollten. Ja, gut, ist ja egal. Haben sie aber nicht. Scheiß Cookies hier. Außerdem sollst du bauen und nicht googeln. Hat mich aber auch mal kurz interessiert und jetzt wollte ich selber gucken. Warum bin ich jetzt zu schwer? Ich einen Stein zu viel. Ich meine, das ist noch nicht so lange, wie du das sagst. Das Problem ist, dass in dem gleichen Ding da nicht steht, wie lange das hier ist. Ja, deswegen habe ich jetzt auch aufgehört gehabt, weil ich nur kurz gucken wollte und gemerkt habe, ich müsste jetzt länger reingucken, weil die wollten ja schon länger den ganzen Scheiß. Deswegen ist das ein bisschen, was der selber gerade. Nein, die haben das schon länger. Die Frage ist nur, wann. Alter, mich interessiert doch nicht, wann Disney Marvel gekauft hat. Ich will wissen, wann Sony das gekauft hat, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ich Google
Und immer kommt Disney mit Marvel. Das interessiert doch gar nicht. Wir wissen, wann Sony ist wieder. Sony, Marvel-Filme, Wiki. Bei Spider-Man wiegt so ein bisschen. Nicht mehr der Tag, als Sony das beste Film. Mein Gott, kann doch nicht so schwer sein. Sony, Spider-Man, Film, Rights. Cool, Englisch, welche Hälfte ist das? Ist es sogar noch früher passiert. Da steht nur leider nicht wann. Da steht nur, dass 99er Sony ist gekauft. Ich habe tatsächlich erst in 2000er mitgerechnet. Naja, ich meine, alle neuen Spider-Man-Filme, die wir so kennen, sind schon Marvel, sind schon Sony. Ja, klar. Also die neueren, also auch mit hier Tobey Maguire waren ja. Sony. Ja, gut, aber der war ja 2000. Also. Ja. War das nicht 2004, 5, irgendwie so? War so spät, ja. Ja, warte mal. Google ich jetzt auch nochmal ganz kurz. Spider-Man Television. Nee, da Film. 2002, siehst du? 2002, ja, okay, gut, dann hat sich das einfach nur so entsprechend. Also ich meine, Tobey mit Maguire war mit 2007 schon wieder raus. Also. Ja, hat sich ja gut selber nicht ein anderes Thema. Alter, die kenne ich gar nicht. Spider-Man, Spider-Man Strikes Back und The Dragon Challenge von den 70ern und 80ern, die kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie von gehört. Ja, also ich schon. Ja gut, aber 77, 78, 81, das ist ja neu. Da war es auch schon deutlich später. Älter. Ja. Als du die dann kennengelernt hast wahrscheinlich. Ich guck gerade mal, das Einzige, was nicht, also was ich kenne, was nicht Sony ist. Ja gut, steht leider nichts bei. Nee, dann nimmst du das jetzt raus. Never mind. Das könnte die Spider-Man Animated Series sein. Weiß nicht, ob ich Amazing Spider-Man, ob ich die nicht vorher schon kannte. Die Animated Series dürften noch nicht bei Sony gewesen sein. Ja doch, alles. Spider-Man Unlimited, The New Animated, Spectacular. Also eine englische Titel, keine Ahnung, wie die in Deutsch hießen. Ultimate. Ja, die Animated Series war aber vor 2003. Nein, Animated Series ist 2003. Was? Ja, Digga. Wirklich. Ich war doch selber noch ein Kind als Spider-Man. Naja, das ist nicht in der. Ja, pass auf. Das ist nicht Spider-Man The New Animated Series. Du redest von der Serie Spider-Man. Das ist ein Unterschied. Die heißt Spider-Man, die ist aber auch bekannt unter The Animated Series. Das ist ja wahrscheinlich wieder so ein Rechtding in Deutschland gewesen. Die Animated Series kam erst 2003, weil offiziell heißt das, was du und ich kennen, nur Spider-Man. Nee, das, was ich kenne, heißt New Spider-Man. Achso, ja, okay, aber Animated Series. Also, was ich jetzt gesehen habe. Animated Series ist Spider-Man. Nee, Sony hat das schon seit Jahren. Die hätten doch ganz Marvel kaufen können, was sie nicht wollten, weil sie dachten, dass alles davon. Das hilft alles nichts. Bringt alles kein Geld rein. Sie haben sich doch nur Spider-Man geholt, weil das ja der erfolgreichste ist. Oder das, was ich als Kind tatsächlich auch viel geguckt habe, war davon The Amazing Spider-Man oder Spider-Man und seine fantastischen Freunde. Das war, fand ich ganz toll. Als Kind. Aber ja, egal. Ich will jetzt hier nicht noch weiter gucken. Jetzt wollte ich noch. Ach, Mann, warum? Ich mach mich selber hier total zum Honk. Wenn ich das jetzt hier reinbauen würde als Fenster, könnte ich das tun oder nicht? Wollte ich das tun? Das ist noch eine andere Frage. Wahrscheinlich nicht. Nein, du hast keinen Stein, geh Stein holen.
Ja, dann mach doch das mal. Mach das doch schon. Oh, wir haben aber echt dann könnte ich nichts hier. Nee, nee, und Madame Web ist auch noch so. Ja, aber auf jeden Fall, also, stimmt. Aber die CU hat Tatsache aber auch nicht besser getroffen. Muss ich wirklich sagen. Irgendwie ist das alles sehr schwierig, was da momentan passiert. Ich meine, Marvel ist ja sowieso so ein Ding, oder halt eben, ja, ich sag jetzt einfach mal Marvel. Bisher weiß ja jeder, was gemeint ist. Ich habe Tatsache Lost Kingdom, habe ich noch nichts zugehört. Da müsste ich halt auch mal, aber ansonsten. Was ist denn das? Ist das der vierte? Aquaman. Ach so. Ich fand ja eigentlich den Aquaman-Film zum Beispiel gar nicht so scheiße. Ja. Er hätte ein bisschen besser sein können, das auf jeden Fall, aber. Da fand ich tatsächlich, also ich kann mit zum Beispiel Flash nichts anfangen. Obwohl ich ein großer Freund davon von Flash bin. Ich mag halt Ezra Miller nicht. Und als ich dann so ein bisschen was dazu gesehen habe, kam mir kurz das Wurm und dann habe ich gelassen. Ich fand Flash in Batman wie Superman eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Ja, ich, wie gesagt, das ist ja mein Geschmack und ich mag halt den Schauspieler nicht. Ja gut, der ist ja... oder... Die oder ne, warte, was war die Mehrzahl? Was Day im Deutschen? Die ist ja auch sehr kontrovers. Der hat ja auch irgendwie viel Mist gemacht. Ja, nicht dass mich das interessieren würde, aber ja, das ist wohl genau dies hat er leider wohl getan. Aber das ist zum Beispiel jetzt nicht nur das, warum ich ihn nicht mag, aber ein Punkt auf jeden Fall. Ich glaube sie. Ich weiß es aber nicht. Wir melden sie hier. Du meinst jetzt mit sie? Was wie so? Ja, das, wenn ich die Frage jetzt beantworten muss, dann wird es schwierig. Was ich mit sie meine, bei einem Mann. Oder warum ich sie sagen könnte. In der heutigen ja, Zeit. Da muss ich sagen, da bin ich dann wirklich jetzt raus. So, Er ist vielleicht auch besser so. Ach nee, jetzt hier nicht sterben, das ist sehr unmöglich. Das, was ich nur über ihn weiß, ist, glaube ich, dass er in einer Karaoke-Bar irgendwie eine Frau geschlagen hat. Ja, und dass er sich als Frau identifiziert. Mein Gott, dass du es nicht gemerkt hast, Alter. Was? Ja, er ist Transmensch oder irgendwie so, der definiert. Okay, das ist mir neu, keine Ahnung, das muss ich nicht. Ja gut, aber er hätte sie ja auch nicht mehr offensiv ins Gesicht drücken können. Jetzt mal. Ja, lieber, aber mehr ins Gesicht drücken können hätte ich das nicht getan. Scheiß Drawer. Tatsache war in meinem Kopf jetzt halt die ganze Zeit nur diese Thematik mit der Dame im Kopf. Na, und jetzt hier oben rauf hoffentlich dann mal. Oh, snap doch. Wenn nicht, dann leck mich doch. Ich bin durch. Also, ne, ich habe ja mitgedacht und bin nach Hause gekommen, nackig, damit wir jetzt schlafen können. Wenn du möchtest. Ja, ich komm. Habe ich natürlich absichtlich gemacht. Ja, natürlich. Ich wollte das jetzt auch nicht hinterfragen. Nee, weißt du, was das Problem ist? Im Hintergrund ist auch kein Deathcore da wieder. Willst du nach unserem ersten Baumessversuch wirklich einen Deathcore da haben? Ehrlich? Ey, komm, dafür war der zweite Versuch umso besser jetzt, ja. Ja, gut, weil die auch endlich mal Schaden gemacht hat. Ja, ich war ehrgeizig genug, dann tatsächlich mal einen Mace zu nehmen.
Nee, das Problem war, ich wurde von 3 Leeches angegriffen, vergiftet, hatte keinen Gifttrank dabei und dann kamen 5 Draugr. Wovon auch, glaube ich, noch 3 Fernkämpfer waren. Das war unlustig. Bin ich ganz ehrlich. Ach, ich will mal mit R gerade auch drehen. Also ich weiß nicht, was das soll, ja, aber es frustriert mich sehr. Naja gut, aber da muss man ja auch fairerweise sagen, dass das Drehen in Enshrouded ja absoluter Mist ist. Und in Pirate auch. Also, dass ich nichts mit dem Mausrad genau drehen kann, sorry, das mal war dann schon besser, tatsächlich. Aber ob Jimmy seine Sachen wiederkriegt und ob Kai jemals fertig wird beim Bauen. Ja, das ach, ja. Gut, ob Kai fertig wird und was er baut, dann müsste er ins Stream gehen. Aber ob ich jemals meine Sachen zurückkriege oder jetzt einfach 100 Mal sterbe, das seht ihr in der nächsten Folge. Wir sind cool. Wir sind cool.